Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist und ich bin Host von diesem Podcast, der heute auf den Tag seinen zweiten Geburtstag feiert. Wow, ich bin so unendlich dankbar und gleichzeitig bin ich ja total begeistert darüber, dass ich seit 2 Jahren jede Woche 1 bis 2 Folgen aufgenommen habe, dass ich jede Woche mir wiederum Gedanken mache, welche Themen wichtig sein könnten, welche Themen dir wichtig sein könnten. Und dieser Podcast hat so viel für mich bewirkt, so viel Heilung, so viel Wachstum und hat sogar Freundschaften entstehen lassen. Ich durfte so viele Menschen kennenlernen, das ist einfach nur unglaublich wundervoll. Ein kleines Wunder. Und auch die heutige Folge hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Im letzten Jahr habe ich eine kleine Zusammenfassung für dich zusammengestellt aus einem Jahr die besten Highlights aus den Interviews. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das dieses Jahr auch wieder tun möchte. Und dann dachte ich so, okay, was ist denn eigentlich dein größtes Learning aus dieser ganzen Zeit, aus diesen 2 Jahren? Und dann ist ein Thema hochgekommen, was ja mich so sehr bewegt hat und wo ich dachte, okay, vielleicht ist es Zeit, dass du darüber sprichst. Nämlich das Thema, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und wie ich es geschafft habe, in Anwesenheit all meiner Zweifel einfach diesem guten Gefühl zu folgen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich ja jedem mit auf den Weg geben möchte. Was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ganz gleich, was du gerade tust, wie egal, wie sehr du das Gefühl hast, dass du gerade dein Leben an die Wand fährst, es könnte sein, dass es genau dieser Moment ist, wo du gerade am meisten lernst, wo du dafür lernst, wie du da rauskommst. Dieser Moment, wo du tatsächlich realisierst, okay, das habe ich jetzt schon viel zu oft gemacht und ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich gehe auf eine neue Stufe und von dieser neuen Stufe aus sehe ich auf einmal, wo es hingeht. Vielleicht auch nicht, vielleicht fühle ich es auch nur. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Jubiläumsfolge und ja, lehn dich zurück, entspann dich. Let's go! Der Podcast ist letztendlich nur entstanden, weil ich angefangen habe, jeden Tag entgegen jeder Logik zu handeln und nur einem guten Gefühl zu folgen. In Anwesenheit all meiner Zweifel ist dieser Podcast entstanden. Und ich möchte dich einmal in diese Zeit mitnehmen. Eine Zeit, wo ich bereits so oft in meiner eigenen Sackgasse gelandet war und ich mich jedes Mal gefragt habe, wie komme ich hier raus? Wie schaffe ich es, tatsächlich irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen? Und das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ja angefangen, für mich ein spirituelles Leben zu erschaffen, habe angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und es war vor ungefähr 7 Jahren, wo ich tatsächlich angefangen habe, auch Podcasts zu hören. Und zu dieser Zeit war ich ja noch hochschwanger gewesen mit meiner kleinen Tochter. Und als sie dann geboren war, bin ich jeden Tag mit dem Kinderwagen 10 Kilometer gelaufen und habe nebenbei Podcasts gesuchtet, so kann man es tatsächlich nennen. Und da habe ich schon immer gedacht, oh ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch einen Podcast starten und ich möchte auch meine Gedanken irgendwie rausbringen. Ich wusste aber irgendwie gar nicht, was ich zu sagen habe. Tatsächlich war es schon immer so, dass ich in meinem Kopf sehr, sehr viel zusammengedacht habe, aber ich konnte es gar nicht greifen. Ich konnte es nicht tatsächlich so formulieren, wie ich es jetzt tue. Und damals habe ich auch angefangen, Journal zu schreiben, habe angefangen, Dinge aufzuschreiben und das war auch mein erster Weg. Und einige von euch,
Ich weiß es. Die kennen mich auch aus dieser Zeit und die haben meine ersten Blogartikel noch gelesen. Damals hatte es noch einen ganz anderen Namen, damals hatte es noch eine ganz andere Aufmachung und ich habe ja Blogartikel geschrieben, Blogartikel darüber geschrieben, was mir gut tut, was mir hilft. Und es waren alles noch ganz zarte Bewegungen in Richtung Bewegungskind. Und ja, ich habe diesen ersten Blog sehr bald aufgegeben, habe dann einen Reiseblog draus gemacht. Dort habe ich dann sehr viel darüber geschrieben, wie es so ist, mit Kindern zu reisen, Bewegung mit Kindern ja zu integrieren in den Alltag und so weiter und so fort. Auch das war irgendwie dann irgendwann nicht mehr das, weil letztendlich habe ich immer wieder das Gleiche gemacht. Ich bin diesem guten Gefühl gefolgt, um dann letztendlich doch wieder die Abbiegung zu nehmen in die eigene Sackgasse. Und von dieser Sackgasse aus, wo ich den größten Schmerz erlebt habe, bin ich wieder zurück zum Anfang, um wieder weiterzumachen. Ich habe es verpasst, einfach mal die Straße weiterzugehen. Die Straße, die mir zeigt, wo mich dieses gute Gefühl hinbringt. Und ich mache jetzt mal einen Gedankensprung und bringe dich genau zu diesem Tag, wo ich entschieden habe, einen Podcast zu starten. Es war ein Tag, wo ich bereits einen Schritt gegangen bin. Ich habe ja das Angestelltenverhältnis verlassen, das ach so sichere Angestelltenverhältnis und habe mich entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das, was ich schon all die Jahre immer wieder gemacht habe, tatsächlich in den Vordergrund zu rücken und meine volle Aufmerksamkeit zu schenken, Menschen zu helfen, sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihnen ganz viele Werkzeuge mit an die Hand zu geben, die sie für sich benutzen können. Für ihren Körper, für ihren Geist, für ihr ganzheitliches Gleichgewicht, für ihre Gesundheit am Ende. Und ja, das war schon echt herausfordernd, weil ich habe mich schon ganz weit außerhalb meiner Komfortzone bewegt, habe schon ganz weit diesen Raum verlassen, wo auch mein gesamtes Umfeld sagt, warum? Das ist doch letztendlich auch immer wieder diese Frage. Wozu soll das gut sein? Schon bei diesen Blogartikeln, die ich geschrieben habe, kam immer wieder diese Frage hoch, manchmal ausgesprochen, manchmal auch unausgesprochen, nur über die Augen sichtbar. Aha, das ist ja interessant, aber wozu machst du das? Was soll das bringen? Und ja, ich konnte das natürlich nur so in mein System so intensiv spüren, weil das in mir war. Dieser Zweifel war in mir. Und andere Menschen, die können nicht irgendwelche Gefühle in uns reinmachen. Andere Menschen spiegeln nur das, was schon da ist. Und ja, ich konnte diese Frage nicht beantworten. Ich konnte diese Frage nicht beantworten und ich konnte auch wenig damit umgehen, warum keiner die gleiche Begeisterung über dieses gute Gefühl haben konnte wie ich. Niemand konnte tatsächlich irgendwie verstehen, warum ich das auf einmal tue. Niemand konnte verstehen. Ich war frisch gebackene Mutter, hatte genug mit meinem Säugling zu tun, hatte ja dann nach der Elternzeit wieder ja, so eine 40-Stunden-Stelle vor mir und so weiter und so fort. Also es konnte niemand nachvollziehen. Ja, der glückliche Umstand brachte es, dass wir dann umgezogen sind, dass ich in ein neues Umfeld kam, dass so ganz viele Dinge letztendlich sich verändert haben und ja, ich es trotzdem gemacht habe. Ich wurde dann zum zweiten Mal schwanger und da letztendlich hat sich alles verändert. Ich habe diesen Schritt gemacht, entgegen all dieser Zweifel, entgegen meiner eigenen Zweifel und bin dann letztendlich in der Selbstständigkeit so ein Stück weit angekommen, um gleich wieder zu scheitern. Gott sei Dank. Und das ist es letztendlich auch wieder. Ich war so oft in einer Sackgasse, in einer ja gefühlten Sackgasse. Ich habe es irgendwann aufgehört, wieder zum Start zu gehen. Wieder von vorne anzufangen, wieder genau dahin zu gehen, wo ich ja genau weiß, dass ich wieder in der Sackgasse lande. Ich habe nämlich eins gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht mit der Intention, ich möchte Familien helfen. Ich habe einen Kindersport aufgebaut, habe so ja die ersten Kurse voll gehabt, hatte dann auch eine Frauengruppe gehabt und habe gerade angefangen, ja in der Selbstständigkeit zu arbeiten. Und dann kam das wundervolle Corona und ja, hat mir alles zugemacht, was für mich der größte Segen war. Ich habe nicht nur verstanden, dass ich meine Zielgruppe verändern darf, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, die wirklich wollen, die anfangen, einfach ja diesen Weg zu suchen und die ja denen ich die Hand reichen darf. Weil ich habe vorher versucht, Menschen, die gar nicht an diesem Punkt waren, versucht zu missionieren. Ich habe versucht, Menschen zu sagen, hier, du musst was ändern.
die noch gar nicht so weit waren. Jetzt habe ich mich ein bisschen weiter zurückgenommen, bin jetzt an einer Position, wo tatsächlich Menschen zu mir kommen, die bereits einen Weg für sich gegangen sind, die schon einen Schritt weiter sind und die letztendlich ja für sich selbst losgehen wollen, um die Veränderung zu gehen. Und ja, an diesem Punkt, wo ich da damals war, um da mal zurückzukommen, ist eins passiert. Letztendlich war alles wieder zu. Ich habe mir gerade erfolgreich ein gewisses Standing aufgebaut, also quasi die erste Basis meines Unternehmens. Und ja, so wie es mir aufgebaut war, wurde alles dem Boden gleich gemacht. Und ich stand da und dachte so, okay, gut, was nun? Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Mann mich angesehen hat, als ich dann zu ihm sagte, naja, ich mache einen Podcast auf. Was machst du? Na, einen Podcast, sowas wie ein Radiosender. Ja, eine sehr, sehr, sehr witzige Situation und es war auch witzig. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und ich bin auch nicht der Typ. Also ich bin tatsächlich, du darfst dir vorstellen, ich bin das gelebte Chaos. Ich mache einfach Learning by Doing. Ich mache irgendwas und dann gucke ich erst quasi, wenn ich nicht weiterkomme, was ich eigentlich irgendwie überhaupt machen muss. Welche Voraussetzungen ich erfüllen muss. Und so war es auch. Ich habe ganz viele Dinge aufgenommen, habe dann erstmal einfach losgelegt, habe einfach getan, weil sich das irgendwie gut angefühlt hat. Also ich habe nicht hinterfragt, ob das irgendeinen Sinn macht. Ich habe es einfach gemacht. Wir waren sowieso gerade zu Hause als Familie, alles war zu, keiner wusste was, wie, wann, irgendwann wieder losgeht. Und ja, in dieser Zeit habe ich meine erste Folge aufgenommen. Und die erste Folge habe ich 10-mal aufgenommen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe sie 10-mal aufgenommen, weil es einfach nur schrecklich war. Ich konnte mich selbst nicht hören, ich konnte ja meine Pausen nicht hören, ich konnte meine Füllwörter nicht hören, ich konnte nicht hören, wie ich atme beim Reden und so weiter und so fort. Ich habe das 10-mal aufgenommen und habe dann gesagt, okay, gut, du lädst es jetzt hoch, weil sonst machst du es nie. Habe mich selbst dazu gezwungen, habe es gemacht. Ich würde mir jetzt meine erste Folge nicht nochmal anhören, aber nur deswegen, weil ich sie vielleicht löschen könnte. Mache ich natürlich nicht. Weil ich glaube, das ist auch so wichtig. Es ist so wichtig für dich, wenn du diesen Podcast hörst. Es geht um Entwicklung, es geht um Wachstum, es geht um Heilung. Und all diese Dinge haben einen Weg. Und die haben auch bei mir einen Weg und den darfst du dir anhören. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Entwicklung auch dir anhören kannst in diesem Podcast. Und deswegen bleibt die erste Folge natürlich selbstverständlich drin und auch die zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste. Und dann, glaube ich, ging es dann langsam. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Ich habe diesen Podcast angefangen, hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, habe lange daran gearbeitet, wie das überhaupt alles funktioniert, habe am Anfang das sehr kompliziert für mir gemacht und bis das heutige Produkt Bewegungskind letztendlich stand, war noch ein bisschen Weg. Den möchte ich jetzt mal überspringen, weil darum soll es nicht in dieser Podcast-Episode gehen. Es soll darum gehen, wie du mit Zweifeln umgehen kannst. Weil das ist letztendlich dieser Podcast. Es ist eine Darstellung von all meinen Zweifeln. Und wie ich durch meine Zweifel immer wieder und immer wieder jeden Tag durchgehe, weil einfach da so ein Gefühl ist und ich einfach nur diesem Gefühl folge und ich nicht beantworten kann, wozu eigentlich. Doch mittlerweile schon, weil sonst wärst du nicht da, sonst würdest du diese Folge nicht hören, sonst würdest du mit mir nicht diesen zweiten Geburtstag feiern und zelebrieren, denn genau das ist es. Es ist ein wahnsinniges Wachstum und ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, hat dieser Podcast sehr viel Wachstum und Heilung auch für mich entstehen lassen. Und da möchte ich mal kurz rein. Ich habe so sehr gezweifelt und mein Umfeld hat mir diesen Zweifel, der in mir war, so sehr gespiegelt. Keiner hat verstanden, warum ich das tue, was es für einen Sinn hat, ob ich damit Geld verdiene oder was auch immer. Niemand. Mein Mann, der ist ein Mensch, der ja prinzipiell alles ausprobiert und der immer sagt, aha, okay, mach mal. Und er würde sich mir niemals in den Weg stellen und ist eher ja auch so ein Typ, der alles ausprobiert und sich für alles begeistern und Leidenschaft aufbringen kann. Und ähnlich so bin ich auch. Letztendlich ist es aber so, wenn wir selbst in uns einen Zweifel haben und mit diesem Zweifel nicht lernen umzugehen, diesen für uns zu nutzen, könnte es sein, dass dieser Zweifel so groß wird und natürlich im Außen auch so sehr bestätigt wird, wie zum Beispiel mit diesem Wort, okay, und für was ist das gut? Okay, was macht man damit? Kann man damit Geld verdienen? Was ist das eigentlich? Und wenn du
bereits einen Zweifel in dir hast, dann ist es natürlich wie Wasser für das Unkraut. Dann wird es so richtig schön aufblühen und das ist ja natürlich dann eins. Es bringt dich wieder dahin zurück, wo du bereits warst, in die Sackgasse. Es könnte sein, dass du aufgrund dessen, dass dein Zweifel so, so groß wird und so aufblüht, dass du sagst, okay, stimmt, hat keinen Sinn, ich lasse es mal sein. Ich gehe wieder zurück und ja, arbeite wieder meine 40 Stunden mit zwei Kindern und versuche irgendwie die drei Schichten meines Mannes zu kompensieren und bin zwar unglücklich, aber ich bin zumindestens in diesem sicheren Kreis, wo keiner daran einen Zweifel hat und auch nicht ich irgendwie vielleicht. Habe ich zum Glück nicht gemacht, weil ich eben entgegen all diesen Zweifeln, in Anwesenheit all dieser Zweifel, einfach immer weiter diesem guten Gefühl folge, bis zum heutigen Tag. Und was aber auf diesem Weg immer wieder rauskommt, sind meine eigenen ganz tiefen Themen. Denn es gibt natürlich diese gesellschaftlichen Formen, diese gesellschaftlichen Glaubensformen, denen wir alle unterliegen. Wir dürfen alle ein Teil der Gesellschaft sein, auch ich. Auch ich mit meinem Podcast. Und natürlich sind diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier für mich erschaffen habe, im ersten Schritt waren das irgendwie so ein kindlicher Füllefanz, den ich mir irgendwie da mal ja in den Kopf gesetzt habe. Und aus diesem Blickwinkel sind in mir ganz, ganz viele Themen aufgeploppt. Immer wieder, immer mal wieder, auch in diesen ganzen 2 Jahren bis zum heutigen Tag. Diese Themen: Ablehnung, alleingelassen werden, nicht anerkannt zu werden, nicht geliebt zu werden und so weiter und so fort. Und wenn du diesen Podcast ja schon ein bisschen länger hörst, weißt du, dass es genau die Themen sind, die in mir ja so viel Schmerz aufploppen lassen, die letztendlich meine Schmerzthemen sind und die mich zu Mustern haben in meiner Vergangenheit führen lassen, die destruktiv sind für mein System, für meine mentale und körperliche Fitness und für meine Seele letztendlich. Diese, ja, Geschichten bringen mich immer wieder in eine Sackgasse. Die bringen mich immer wieder kurz an diese Schwelle, wo ich denke, ach, komm, bewerb dich wieder in irgendeinen Job und geh wieder zurück und mach und lass es einfach sein und komm, lass es, lass es. Ich kann aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr, weil ich habe jetzt seit so langer Zeit bin ich diesem guten Gefühl gefolgt. Und letztendlich ist es tatsächlich diese 2 Jahre, also schon ein bisschen länger, weil ich ja vorher mich schon selbstständig gemacht habe, sagen wir mal 3 Jahre. Seit 3 Jahren folge ich diesem guten Gefühl. Entgegen jeder Logik. In Anwesenheit all meiner Zweifel und in Anwesenheit all der Zweifel meines Umfeldes. In Anwesenheit all meiner schmerzvollen Themen. In Anwesenheit von Ablehnung und den Glaubenssätzen, die ganz tief in mir verankert sind. Und das ist das Gute an diesem Podcast. Ich musste und durfte mich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jeden einzelnen Tag durfte ich mich tatsächlich mit diesen Themen auseinandersetzen, um diesen Podcast weiter am Leben zu erhalten, um ihn überhaupt ins zweite Jahr zu bringen. Und das größte Thema, was ich letztendlich heilen durfte und was letztendlich auch das Fundament von diesem Podcast ist, ich durfte mir selbst die Frage stellen, dieses gute Gefühl, was dich durch diese Zweifel irgendwie durchführt, vertraust du dem? Vertraust du deinem eigenen Gefühl? Und ich habe das ganz oft in meinem Leben gehabt. Ich bin so ein Mensch, ich konnte nicht lange bei Arbeitgebern bleiben. Nicht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe oder so. Ich habe mich irgendwie gelangweilt. Das hat mich irgendwie alles gelangweilt. Mich haben die Ansätze gelangweilt, immer wieder das gleiche Schema, die gleichen Glaubenssätze von den gleichen Personen, die gleichen Machtspielchen und so weiter und so fort. Und ich habe das so gelangweilt. Und nach 2 Jahren habe ich immer irgendwie einen Weg gefunden, rauszugehen. Entweder habe ich eine andere Stelle gefunden, ich bin schwanger geworden, ich weiß nicht, das eine Mal hat das Unternehmen sich aufgelöst. Also es gab immer irgendwie eine Möglichkeit, das Unternehmen zu verlassen, nach 2 Jahren. Und zwischen diesen ganzen Möglichkeiten, die natürlich aus mir entstanden sind, war immer so ein Gefühl. Es war immer ein Gefühl, du musst hier raus. Das geht so nicht.
Du bist schon wieder in dieser Sackgasse. Du bist schon wieder in diesem Alltag angekommen, wo es deinem Körper nicht gut geht und seiner Seele nicht gut geht. Und zu der Zeit ging es mir auch nicht gut, muss man ganz einfach sagen. Zu dieser Zeit habe ich natürlich schon sehr viel körperlich und auf der Ernährungsebene gearbeitet, aber tief in meinem Inneren wusste ich gar nicht, wer ich bin. Ich konnte überhaupt nicht umgehen mit dem Stress und so weiter und so fort. Also ich habe da ganz, ganz, ganz tiefe Herausforderungen gehabt, die ich bis dato gar nicht einordnen konnte. Ich bin aber immer diesem Gefühl gefolgt, diesem Gefühl von, oh, das geht hier nicht. Und ja, bin dann irgendwie dem geringsten Widerstand danach gegangen, der mich aber leider immer wieder in die Sackgasse gebracht hat, weil ich das nicht verstanden habe. Ich musste noch mal ein paar extra Runden drehen, um tatsächlich es zu verstehen. Und das ist jetzt endlich ja auch im Leben so. Das Leben zeigt dir immer und immer und immer wieder das Gleiche, bis du es endlich kapiert hast. Und bei mir kam das, der große Hammer halt mit der Schwangerschaft meiner Tochter, wo ich dann mich mit mir selbst beschäftigen durfte und ich dann erstmal verstanden habe, okay, gut, wer bist du denn eigentlich? Ja, schön, dich kennenzulernen, liebe Marie. Und ja, ich bin, seit dieser Zeit habe ich geübt, diesem Gefühl zu folgen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, dieses gute Gefühl, das geht weiter. Das geht weiter. Ich biege bloß immer viel zu früh ab. Und das mache ich jetzt. Ich, ja, verfolge dieses gute Gefühl immer weiter. Durch all die Zweifel, durch all diese Aspekte von das ist unlogisch und Co. hindurch. Und ja, ich bin manchmal alleine. Ich bin manchmal in einer Position, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Ich bin manchmal in einer Position, wo ich mal so glaube, okay, gut, das interessiert gar keinen, was ich hier erzähle. Und ich heile. Ich heile dadurch, dass ich mit meinen eigenen Themen mich auseinandersetze. Jedes Mal, wenn ich diese Folgen aufnehme. Denn ich habe das so oft im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass vielleicht mir beispielsweise gesagt wird, na, also derzeit kann ich mir deine Podcasts nicht anhören. Und dann kommt aber wieder darum dann irgendwann die Zeit, wenn ich das dann überstanden habe, solche Sätze, wo dann kommt, ja, das Thema war richtig spannend. Weil natürlich auch diese Themen, die ich hier bespreche, etwas mit den Menschen da draußen tut. Das macht was mit diesen Menschen. Das macht was mit dir. Wenn du jetzt hier bist, dann bist du nicht zufällig hier. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, bist du auf deinem Weg, oder? Und diesen Weg, den tust du nicht wegen mir, nicht für mich, sondern für dich. Und ich darf dich vielleicht inspirieren, mal hier und mal da. Und manchmal kann es sein, dass ich dich so sehr triggere mit irgendwelchen Dingen. Nicht, weil ich dir wehtun will, nicht, weil ich dir was Böses will, sondern nur, weil du gerade wächst, weil du gerade an dieser Schwelle stehst, ob du diesem guten Gefühl folgst oder ob du lieber noch mal eine extra Runde drehen möchtest, um es noch ein bisschen intensiver zu verstehen. Genau, und so ist es letztendlich auch. Und ich durfte es ganz sehr lernen, weil ich habe mit Ablehnung schon immer mein Problem gehabt. Ja, ich habe ein Problem. Ich sage es, es ist ein Problem. Es ist für mich ein Problem, abgelehnt zu werden. Und ich habe das bis heute. Ich arbeite sehr intensiv daran, aber wenn mich ein geliebter Mensch ablehnt, dann kann er mich damit so richtig, richtig tief treffen. Das hat aber nichts mit der anderen Person zu tun, sondern was mit mir. Und das habe ich gelernt, wenn zum Beispiel eine geliebte Person zu mir sagt, also zurzeit, ich kann mir deinen Podcast nicht anhören, und dann ich das erstmal ertragen darf, diesen Moment ertragen darf, mich da reinfühlen darf, was es mit mir macht, welche Themen da bei mir hochkommen, dann ist es für mich wertvoll. Wieder gegen die Logik, aber das ist für mich wertvoll. Und wenn mir diese gleiche Person dann irgendwann wieder mal signalisiert, dass sie wieder meinen Podcast hört, ist es für mich dieses Aha, Aha, Aha. Weil es hat nichts mit mir zu tun. Es hat auch nichts, ja, letztendlich mit der Sache zu tun. Es hat was mit uns persönlich zu tun, mit dir, mit mir, für uns selbst. Und ich durfte letztendlich begreifen, mit jeder einzelnen Folge, die ich aufgenommen habe bisher, wie viel ich letztendlich daraus bekomme, wie viel Heilung, wenn ich über meine Themen spreche, wenn ich über Themen spreche, die Menschen zu mir tragen, die sie beschäftigt. Weil das kommt auch ganz häufig vor, dass ich zum Beispiel eine Umfrage auf Instagram stelle, wo ich frage, hey, welche Themen beschäftigen dich gerade besonders? Welche Dinge sind es, die gerade in deinem Alltag dir immer und immer wieder begegnen? Und dann spreche ich darüber.
Weil wir haben natürlich alle irgendwo, alle leben wir dieses Leben und wir haben alle irgendwo diese gleichen Themen in uns, nur in einer anderen Art und Weise. Und somit wachsen wir alle in die gleiche Richtung. Wir haben alle irgendwo diesen Weg und stolpern vielleicht auch über die gleichen Steine oder über andere geformte. Genau, und deswegen ist es so wertvoll, hieran zu wachsen. Und ein weiterer Aspekt, wofür ich so dankbar bin. Ich lerne Menschen kennen, die teilweise schon an viel, viel höherer Stelle stehen als ich. Gefühlt für mich. Ich stelle vielleicht diese Person auf einen Podest, nicht mal sie selbst. Aber ich durfte schon mit Menschen im Interview sprechen, die schon viel, viel weiter sind als ich, die aus meiner Sicht genau da sind, wo ich noch hin will. Und für mich war es so eine Bereicherung, diese Menschen zu beobachten, mit diesen Menschen zu sprechen und über die Dinge, die sie mir erzählt haben, zu erfahren, und ihr könnt euch das alle anhören in den Interviews, zu erfahren, welchen Weg diese Menschen gegangen sind. Zu erfahren, welchen Weg sie gerade noch gehen. Weil wir glauben immer, wenn ein Mensch erfolgreich ist in dem, was er tut, dass er bereits fix und fertig ist. Wir neigen doch dazu, unser Leben nicht als fortwährendes Konstrukt zu sehen, sondern als einen Anfang und ein Ende zu sehen. Wir kreieren in unserem Leben einen Anfang und ein Ende und dann leben wir glücklich bis ans Lebensende. Funktioniert so nicht. Auch wenn wir da so sehr darauf geprägt sind. Letztendlich ist es ja so, wir leben immer weiter und weiter und weiter und wachsen und heilen und wachsen und heilen oder machen zwischendurch mal noch mal eine Ehrenrunde, um mal noch ein Erlebnis ein bisschen näher zu erfahren. Aber letztendlich ist das unser Leben und da ist es total gleich, wie andere Menschen unseren Erfolg einschätzen. Und ich sehe es zum Beispiel jetzt, ich darf gerade auch eine ganz, ganz liebe Frau dabei begleiten, wie sie gerade ihr eigenes Business ein Stück weit aufbaut, auch die ersten Schritte hingeht zu einem Podcast, zu so vielen Dingen. Und ich beobachte das immer mit so einem kleinen Lächeln, weil ich genau das habe ich auch gespürt, dieses Calling, diesen Ruf, irgendwie fühlt sich das gut an, darüber zu sprechen, irgendwie fühlt sich das gut an, einfach diesen Weg zu gehen. Auch wenn ich mir das selbst nicht erklären kann, warum, und ich das auch nicht anderen erklären kann. Wichtig ist letztendlich, wir dürfen ehrlich uns selbst gegenüber sein, wenn wir diesen Weg gehen. Und auch falls du jetzt denkst, oh ja, ich würde auch gerne mein eigenes und ich würde auch gerne mal einen Podcast starten, ich würde auch gerne einen Blog starten, ich würde gerne so gerne über die Dinge sprechen, noch mehr darüber sprechen, mit Menschen, die das auch wollen, die das hören wollen, die dafür bereit sind, dann tu's. Folge diesem guten Gefühl. Und es gibt keine Grenzen. In diesem Leben ist alles möglich. Der einzige Mensch, der dich daran hindert, bist du selbst. Ist hart, oder? Aber so ist es. Wir halten uns selbst von unserem eigenen Erfolg, von diesem Weg ab. Wir tun immer so, als gäbe es so viele Gründe. Aber den einzigen Grund, den wir uns selbst geben, sind wir. Wir stellen uns selbst das Bein, wir reden uns ein, dass es nicht geht und dann machen wir es nicht. Aber wir haben nur dieses eine Leben. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wo der Podcast hingeht. Ich weiß noch nicht, wo es mit meinem Unternehmen hingeht. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, aber auch ich habe nur 24 Stunden Zeit, auch wenn ich mir ganz oft anhören muss von ganz lieben Frauen, die mir sagen, ja, bei dir scheint der Tag ja irgendwie doppelt so lang zu sein. Bei mir ist er auch nur 24 Stunden lang und ich darf eben genau deshalb ganz, ganz, ganz intensiv noch ein bisschen tiefer da reingehen und reinspüren, diese Zeit effektiver zu nutzen. Für mich, für meine Familie und für meine Klientinnen und Klienten. Genau, und ich möchte dich dazu inspirieren. Ich möchte dich dazu inspirieren, ganz gleich, was du tust. Und das geht nicht nur für die selbstständigen Basis, sondern es geht natürlich auch fürs Angestellten-Dasein. Wenn du das liebst, was du tust, dann tue das. Folge diesem guten Gefühl. Aber wenn du merkst, dass irgendwas nicht gut ist, dann dreh nicht diese Endlosschleifen in diesem Kreisverkehr aus Sackgasse und Anfang.
Es bringt dich niemals weiter, wenn du immer wieder die gleichen Runden drehst, wenn du in diesem Hamsterrad bist. Weil ich glaube, dieses Hamsterrad, was immer so oft in diesem Angestelltenverhältnis irgendwie so vergleichend gegenübergestellt wird, ist ja letztendlich nur deshalb so, weil wir es ja tun. Was wäre denn, wenn wir tatsächlich in unserem Angestellten-Dasein genau das leben, dieses gute Gefühl? Was wäre denn, wenn wir wirklich das ausleben würden, was wir gerne tun? Dann wäre es doch so einfach, oder? Und ich glaube, wenn wir uns das selbst mal bewusst werden, wie häufig wir doch immer wieder die gleichen Geschichten durchlaufen, um wieder in der Sackgasse zu landen, dass wir vielleicht mal dies hinterfragen können. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass du deinen Job kündigen sollst. Ich will nicht sagen, dass du dein ganzes Leben hinwerfen sollst. Ich möchte nur sagen, dass das Leben so viele Möglichkeiten bereithält. Und dass wenn du bereit dazu bist, wenn du es merkst, dass du ja diese Ausfahrt schon siehst, diese Ausfahrt, wo dran steht, gutes Gefühl, dann fahr doch einfach mal da lang. Schau es dir an. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles möglich ist, wenn wir es uns selbst erlauben. Genau, und hierfür darfst du aber ehrlich zu dir sein. Und das ist etwas, was ich auch gnadenlos lernen durfte, aber wo ich auch über diesen Podcast sehr, sehr, sehr viel gewachsen bin. Die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Ganz häufig erzählen wir uns eine Geschichte und glauben, das ist unsere Realität. Eine Geschichte, das macht man so oder das macht man nicht. Und das ist dann unsere Wahrheit. Dabei stimmt es gar nicht. Es gibt nichts, was irgendein Mann tut und es gibt auch nichts, was ein Mann nicht tut. Es gibt einfach nur das, was du tust und ob sich das richtig oder falsch anfühlt. Bist du glücklich in deinem Leben oder bist du es nicht? Bist du gesund oder bist du es nicht? Bist du fit oder bist du es nicht? Punkt. Es gibt in diesem Sinne, gibt es ganz leichte Antworten. Ja oder nein? Diese Ja's und Nein sind natürlich nochmal untergliedert in tausende von Aspekten und Facetten. Ja, definitiv. Aber wenn du dir selbst einmal ehrlich ins Gesicht siehst und dich mal fragst, wie oft in deinem Leben du denn etwas tust, was dir nicht gut tut, was sich nicht richtig anfühlt, wo du dich quälst, wo du früh morgens aus dem Bett steigst und eigentlich 10 Kaffee brauchst, um überhaupt ein Auge aufzumachen. Wenn du in einem Leben lebst, was dir mehr Energie kostet, als dass es dir gibt, wenn deine Lebensenergie zu erlischen droht, nur weil du täglich deine Routinen durchläufst, dann ist es das Leben, was du dir wünschst? Ist es das Leben, wofür du jeden Tag aus dem Bett springen würdest? Nein. Und das ist letztendlich auch das Geheimnis, was ich für mich entdeckt habe, also ganz unabhängig davon, dass ich auch immer wieder diese Frage gestellt bekomme, das hat sich einfach verändert. Wenn ich überlege, wie ich damals aus dem Bett gekrochen bin, um gerade so die Schicht irgendwie anzutreten und da erstmal irgendwie, ja, erstmal klar zu kommen, erstmal noch 3 Kaffee zu trinken, erstmal irgendwie noch ein bisschen die Zeit totschlagen, das ist alles Zeit, die dem Unternehmen letztendlich ja auch Geld gekostet hat und was ja auch meine Lebenszeit ist. Und seitdem ich einfach das tue, was sich gut anfühlt, auf meine Weise, nutze ich meine Zeit effektiv. Ich nutze meine Zeit effektiv mit meinen Kindern, mit meinem Mann und auch diese Zeit hier mit dir vor diesem Mikrofon. Und ja, hier möchte ich jetzt auch langsam zurückkommen und ich möchte dir von Herzen Danke sagen. Danke, dass ich ja meine Heilung und mein Wachstum mit dir teilen darf. Und dass du mir zuhörst, dass du für dich Dinge mitnimmst, dass du mich nicht verurteilst, wenn ich mich verwundbar zeige, wenn du mich vielleicht auch verurteilst, um mich zu triggern, um noch mehr daran zu wachsen, um mir zu zeigen, wo ich noch mehr dran arbeiten darf. Danke für alles, was du mir wiedergibst. Danke für jede Rezension. Danke für jede Kritik. Danke für deine Gedanken. Danke dafür, dass du hier bist und dass es dich gibt. Danke dafür. Danke, danke, danke. Durch dich wachse ich für mich persönlich und ich wachse mit meiner Vision, Menschen dabei zu unterstützen, für sich selbst loszugehen. Anzufangen, den eigenen Werkzeugkoffer zu füllen mit all den wichtigen Tools, die uns letztendlich allen weiterhelfen.
die dir helfen können, für dich einen Weg zu gehen, die jedem helfen können und die du wiederum dann auch weitergeben kannst. Weil wenn du deinen Weg gehst, dann kommst du in eine Kraft, die auch für andere Menschen hilfreich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir so viel in unserer Gesellschaft heilen können, aus medizinischer, aber auch auf geistiger Weise, was vielleicht uns alle in eine bessere Erde hineinbringt. Und deswegen danke, 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 dass es dich gibt. Und ich freue mich riesig, wenn du mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machst, beziehungsweise meinem Podcast. Wenn du in deiner Podcast-App mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, wenn du mir ein paar Worte dalässt, was der Podcast für dich bisher gemacht hat, welche Dinge ja für dich passiert sind, welche Dinge du für dich mitgenommen hast, welche Dinge dich auch richtig nerven. Lass mir deine Gedanken zu meinen Texten da, zu den Dingen, die ich dir erzähle. Denn das bringt mich weiter, das bringt diesen Podcast weiter, das bringt uns weiter insgesamt in die Welt rauszugehen und teile diesen Podcast mit Menschen. Wenn es eine Folge gibt, die du so gerne jemanden ja weitergibst, welche wäre das? Und schick sie weiter. Ich freue mich so, so sehr, wenn du ja meine Vision, mein Herzensthema in der Welt verteilst, weil das ist das, was mein großer Wunsch ist. Und ja, ich freue mich auch, wenn du zu dieser heutigen Folge vielleicht ein paar Zeilen unter dem heutigen Post auf Instagram dalässt, welche wichtige Erkenntnis du für dich mitgenommen hast. Vielleicht hast du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedergesehen. Welche Zweifel hast du denn noch in deinem Leben, die dich immer wieder in diese Sackgasse bringen und dich wieder zum Anfang zurückgehen lassen? Wie oft hast du schon eine extra Runde gemacht? Lass mich daran teilhaben, weil das ist genau das, was wir in unserem Leben letztendlich alle tun. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wo wir uns so sehr befreien können. So, jetzt komme ich zum Schluss und ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, von dir zu lesen und freue mich, wenn ich dich weiter begleiten darf, wenn ich dich unterstützen darf auf deinem Weg. Und deswegen denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.